Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Bundeskulturförderung legte in den vergangenen 20 Jahren besonderen Fokus auf die prestigeträchtigen urbanen Projekte. Der ländliche Raum kam hier oft zu kurz. Insofern begrüßen wir es, dass die Koalition das Thema Kultur im ländlichen Raum als eigenständige Thematik identifiziert hat. Denn gerade im ländlichen Raum ist die kulturelle Bindung der Bürger zu ihren Gemeinden besonders eng und fördert nicht nur regionale Identitäten, sondern ist auch essentiell für den sozialen Zusammenhalt. Daher begrüßen wir die Grundthematik des Antrages der Koalition, die Kultur im ländlichen Raum gezielter zu fördern und zu wollen, vor allen Dingen. Liest man sich aber den siebenseitigen und, Herr Rabanus hat es erwähnt, mit 34 Einzelforderungen versehenen Antrag durch, erinnert dieser an eine kunterbunte Patchwork-Decke. Die FDP ist ja bekannt für die Tolerierung bunter Lebensbeziehungen, aber ein strukturelles Problem lösen wir nicht mit einem Flickenteppich. Die Koalition hat sich bei ihrem Antrag noch nicht vielleicht die Mühe gemacht, nach den Ursachen der Probleme im ländlichen Raum zu suchen. Und sie geht möglichen Lösungen meines Erachtens nur halbherzig heran. Wie immer greift die Koalition auf das altbewährte Mittel zurück, den Status quo mit Hilfe von viel Geld zu bewahren und die eigentlichen Probleme zu vertagen. Einige Beispiele hierzu. In Forderung 3 verlangt die Koalition die Einrichtung eines Zukunftsprogramms Kino. Der Fokus liegt allerdings hier einzig und allein auf die Bestandssicherung und die Investitionen in Ausstattung und Technik. Keine Gedanken werden sich gemacht, weshalb die Kinos im ländlichen Raum weniger Menschen anziehen als zum Beispiel in Städten. Und wie man die Kinoseele vielleicht gegenüber Netflix, Amazon und Co. wieder attraktiver machen könnte. Ist das Kino von heute nicht der CD-Player von gestern? Das könnte man ja mal überlegen. In Forderung 13 verlangt die Koalition die stärkere Förderung von ländlichen Bibliotheken aufgrund ihrer zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung. Schrammt dies nicht ein wenig an der Realität vorbei? Gerade im ländlichen Raum wäre es viel wichtiger, ergänzend zum analogen Angebot, innovative und vor allem digitale Konzepte zu entwickeln, mit deren Hilfe deren Landbevölkerung online auf ein breiteres Angebot von Büchern und Zeitschriften zugreifen kann. Mehr Gigabytes in die Breitbandkabel. Das ist, glaube ich, das, was wir vornehmlich im ländlichen Raum machen müssen. In Forderung 14 verlangt die Koalition die Stärkung der sogenannten dritten Orte zur Förderung von Soziokultur, Industriekultur und Kulturtourismus, ohne jedoch irgendwelche konkreten Vorschläge zu unterbreiten. Wie wäre es denn an dieser Stelle, den Blick nach Großbritannien zu wagen? Der National Trust könnte als Vorbild für eine optimale Verschmelzung eines breiten kulturellen Angebots im ländlichen Raum mit der Bewahrung unseres kulturellen Erbes und starken bürgerschaftlichen Engagements dienen. Um das zu erreichen, ist die Forderung 4 Ihres Antrages nach einer Entbürokratisierung und Modernisierung der Antragsverfahren meines Erachtens essentiell. Doch frage ich mich hier auch, warum das erst heute, warum die Erkenntnis erst jetzt dieses Jahr kommt. Die Entbürokratisierung und Digitalisierung betrifft eben nicht nur die Bezirksämter in Großstädten, sondern genauso die zahllosen und vor allem heillos unübersichtlichen Anträge auf kulturelle Förderung im ländlichen Raum. Es gibt heute zahlreiche Kulturschaffende, ich bin gleich so weit, die Fördermittel teilweise gar nicht mehr in Anspruch nehmen und beantragen, weil der Aufwand hierfür schlicht und einfach zu groß ist. Die Verwaltung sollte für den Bürger da sein und nicht umgekehrt. Vielen Dank. Nächste Rednerin, die Kollegin Brigitte Freihold, Fraktion Die Linke.